Tag auch hier zur nächsten Folge von Let's Play. Schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Oh. Wir sind hier wieder in der Taverne im goldenen Stör, wo wir letzte Folge ganz knapp, aber wirklich ganz knapp, mit einem Unentschieden nachher doch noch den Tavernenwirt besiegt haben. Was macht ihr denn hier? Ach, Dockarbeiter, okay. Was willst du, Landratte? Oh, arr, Landratte. Ach, kein Becher schmeckt besser als der erste zurück im Hafen. Hm, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir sind ja hier, um die Korinnen zu treffen. Und um hier vielleicht noch ein bisschen zu plündern. Aber das ist ja schieß unser Nebenberuf. Eigentlich ist das unser Hauptberuf. Hexer ist unser Nebenberuf. Vom Hexern allein kann man ja so schlecht leben. Muss man sich halt auch was dazu verdienen. Hier, wir platzen einfach mal rein. Bei der Frau, klar. Klopfen ist überbewertet. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen. Geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Oh, das heißt, wir dürfen selber träumen, nicht nur daneben sitzen. Ja, dann sind wir ab sofort bereit. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Aber im Sterben ist, glaube ich, nicht schlecht. Erstmal begegnet bin. Leben gerettet, ja. Was sollen wir von Anfang an? Ich glaube, das ist emotional das Stärkste. Und da seid ihr mit einem Problem mit dem Gedächtnis. Egal. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Nee. Wir machen alles. Ich erledigte einst einen Auftrag. Sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen?
Klar, umso mehr, umso besser. Keine Eile, wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, klar. Ja. Da ist noch etwas. Ich möchte es ja auch alles wissen. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn. Ja. Ja, Yennefer und Triss wohl kaum die kennen, haben ja nichts davon erfahren. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Thank you.
Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das sollten wir alle ganz, ganz dringend hoffen. Denn ich glaube, wenn die Wilde, wenn ich sie nicht finde, wird die Wilde Jagd sie finden. Und ich glaube, dass niemand von uns das wollen wird. Was auch immer sie mal damit machen, ist bestimmt unschön. Das wird bestimmt nicht gut für die Menschen sein. Liefere ich mich nicht den Schlechtern von Skelliger aus. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Lass mal sehen. Die Mannschaft wurde bestimmt längst aufgeschlitzt. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Warte, wenn ich euch anspreche, sagt doch eh nichts. Ich brauche eine Pause. Ah, erst mich anquatschen, aber dann, wenn man dann drauf reagiert, dann, ja, ich brauche eine Pause. Antäuscher. Ist ja Frechheit. Der Weg sagt da lang, aber mein Verstand sagt eigentlich eher nach links, aber vertrauen wir dem Weg. Hey. Das war ein bisschen zu weit weg. Komm, Gauner. Heil mich, komm. Ah ja, wenn man nach dem Blocken, also nach dem Parieren, es auch gedrückt hält, macht das doch um einiges einfacher. Sehr schön, hätten wir auch diese Banditen hier uns mal erledigt. Oh, hier sind Leute vom Bettlerkönig und keine Wachen. Ach, schätze mal. Aha. Ah, schätze mal, weil das hier das Rotlichtbezirk ist und deshalb hier eher... Oh, hey, traut sich so eine Wache hin. Hm, mutig. Ich weiß wahrscheinlich, ist ein neuer. Tagsüber jubeln sie den Predigern zu und nachts sind es die Huren. Röntchen Vögel. Was sagen die Priester dazu? Solche Ausschweifungen im Licht des ewigen Feuers direkt vor ihrer Nase. Hört sie das nicht? Offiziell schon. Inoffiziell kommen sie selbst vorbei. Und zwar nicht, um Mädchen auf Abwägen zu retten. Warum tanzt der Typ da hinten so komisch? Das ist sehr komisch. Hä? Hast du gerade gesagt? Egal. Ja, das illustre Bezirk hier. Oh, hier ist aber ein bisschen abseits hier. Immer wieder Leute vom Bettlerkönig. Oh. Wir kriegen hier... Oh, Hexenjäger. Hallo, guten Tag, der gute Mann. Wir kriegen hier anscheinend fliegende Sägen. Und wir kriegen hier, wie man hier sieht, hier irgendwo da oben ein Lager, das wir noch nie benutzt haben. Aber es rein theoretisch gibt. Oh, ein bisschen ist abgeschlossen. Keine Hintertür. Jedenfalls kein Eingang für uns. Wann hast du dir zu... Und lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Schnorrer. Wir Sultan. Nur. Ist mir scheißegal. Verpisst euch. Sultan. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt.
Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Man nennt mich nicht nur Meister Geralt, sondern auch Meister Popper. Boah, kritischer Treffer von hinten. Da geht der erste nieder. Ich bin der Meister von Wählen im Boxkampf. Ja, als hätten wir Werden nie vergessen. Ich sagte doch, ich bin der Meister in. Komm, schlag nochmal. So, das kriegst du zurück. Prost. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Hat die Rittersporn schon wieder irgendwie verhaften lassen, weil er wieder irgendein Spion ist oder so. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Vom eigentlich, meine Rittersporn hat er ja hier, also vor den meisten Behörden. Der Brief einer dankbaren Muse. Du liest anderer Leute Briefe? Mein Antlitz so rot und heiß. Ich fiel der reinen Ekstase anheim. Trank ihren Nektar. Mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Seiten meiner. Hier ist das Lager. Ja, aber. Da ist seine Lauer, seine Leite. Lauer? Nee. Ach, schon wieder aufs Lager. Ha, verflucht seist du so Schatzkiste. Ach, guck mal hier. Eine treue Darstellung von Rittersporn. Jährlicher Balladenwettbewerb Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jodeln bei und ich, davon ein andermal. Die Fakultät der Universität Ochsenfurt hat die Ehre, Julian Alfred Pankratz, Viscount de Lettenhove, den Titel Meister der 7 Geisteswissenschaften verleihen zu dürfen. Ich vergesse immer wieder, dass er diesen albernen Namen hat. Ach, das ist ein echter Name? Hui. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sie zurückgelassen hat. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Okay, hätten wir das schon mal. Es scheint auf jeden Fall auch sehr eilig gehabt zu haben, hier von hier zu verschwinden. Hoffen wir, so Briefe hier über rumliegen. Hier ist noch was. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden.
Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Nur vielleicht wissen wir was. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Jo, mach mal. Ich helfe dir auch mal aufräumen hier. Das ganze Chaos muss ja auch hier mal weg. Ne? Ist ja ganz schön wirklich hier ziemlich heruntergekommen. Ah, genau, da geht's auch irgendwo hoch. Mal sehen. Zitronenwodka. Wie schön. Aha, ei, naja. Also, auch selbst wenn hier Penner waren, nach einem Nobel-Etablissement sieht es sich trotzdem nicht aus. Na. Oh, eine ganze Wasserflasche. Das wird noch nützlich sein. Obwohl Wasserflaschen nie schlecht ist, meine. Das ist schließlich unsere Hauptregenerationsquelle. Oh, warte, da ist auch ein Regal. Muss alles gründlich durchsuchen hier. Man kann ja nie wissen. Na, egal. Obwohl, ja, vielleicht gibt es hier ja Monsteraugen. Obwohl, ich habe Zweifel, dass hier Monsteraugen rumliegen. So schlimm sind die Freier dann wahrscheinlich auch nicht. Und ich schätze mal aus, dass die Huren, dass die Prostituierten nicht ganz so gut kratzen. Und die Augen dann auch nicht aufbewahren. Wo? Als Trophäe. Guck mal, ich habe mich vor drei Freiern gewehrt. Ha, was? Nix, ich habe 5 und einen Herzog. Also wie so Trophäen von der Jagd. Aber nein. Machen wir mal hier schon die Kerzen an. Sieht es auch ein bisschen bewohnter aus, dann kommen auch nicht so viele Leute rein. Ne? Muss dann vielleicht durch die Rollläden immer mal wieder hoch und runter, über die Lichter an- und ausmachen. Kennt ja. Klassische Einräuberabwehr. Einräuber. Einbrecherabwehr meine ich natürlich mit damit. Moment, da ist. Das Treppenhaus, hier von hier kommen war. Das heißt, wir müssen noch. Waren wir hier drin? Ja. Genau, hier waren wir gerade drin. Dann noch hier rein. Oh, hier ist aber eine kleine Kammer. Und noch eine Wasserflasche. Oh, da 22 haben wir mittlerweile. Und Schnaps ist auch nicht schlecht. Den können wir mal gut gebrauchen. Obwohl, ich glaube, wir haben mittlerweile von dem ganzen Alkoholkram haben wir mittlerweile so viel. Oh, ein Erker? Oh, Quintkarten. Ich will aufnehmen. Ich will haben. Vielleicht ist ein Katapult dabei. Ich brauche noch einen Katapult. So Katapult wäre echt mega geil. Leider haben wir... Das ist noch so eine Sache. Wir haben 2 Triboker, aber nur ein Katapult. Das ist doof.
Andersrum wäre es besser. Weil die Triboken haben leider keinen Freundschaftsbonus. Das gibt's nur bei Katapulten. Die schießen zusammen besser als alleine. Abgeschlossen. Oho. Ich schätze mal, da kommen wir noch irgendwann hin. Ja. Ich schätze mal, vielleicht ins dritte Sporns Privatgemächer oder so. Du musst ja auch irgendwo wohnen. Ja, wenn man hier mal ein bisschen aufräumt und ein paar neue Betten kauft, dann ist es bestimmt auch als anständiges Etablissement durch. Ja gut, so viele Läuse habe ich dann auch nicht, dass die mich ganz auffressen. Mal sehen, wenn wir irgendwas Nettes, Neues, haben wir vielleicht mal wieder aus irgendwelchen Gründen irgendwo ein Monster gefunden. Ja, eben noch eins. Müssen wir nochmal auf Ertrunkenjagd gehen. Rosa Faatre von Rittersport, von Adel spricht Ritter vor. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Vespula, obgleich schüchtern ihr Blick, keine Leidenschaft sie scheut. Und mein Herz jäh schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Ferneck, Wäscherei an der Pontermündung. Marabella, himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen. Doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist's kaum zu hören. Die Scherben am armen Platz. Elihal, ein seltsames Wesen von zweifacher Art, gibt ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Eieiei. Haben wir ja einiges zu tun. Haben ein richtiges Arbeitspensum. Das artet ja noch in Arbeit aus. Was seid ihr denn? Mann von Hacker. Such dir wen in deiner Größe. Moment, Hacker war böse, oder? Ja, stimmt. Hacker war der. Das hast du gut erkannt. So, gucken wir erstmal hier bei. Wer auch immer hier ist, vorbei. Auf jeden Fall irgendein Anderling. Oder jemand ganz Armes. Oh, sieht gar nicht mehr so schlecht aus, die ganzen Sachen. Schnieke. Immer herein. Oh, ich dachte, das wären alles Liebschaften. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Du bist also Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Ich bin irgendwie schon neugierig, aber... Ich will's eigentlich... Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt?
Lass mich nachdenken. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber, ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Das ist ein Abgang mit Stil. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass er gestorben ist. Er war bestimmt ein extrem guter Alchemist. Aber das ist ein Abgang. Ich liebe das, das ist geil. Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Der Job bietet viel Abwechslung. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ich muss ja noch irgendwann mal auf ein Fest oder so. Willst du vielleicht meine Frühjahrs... Nee. Stufe 14, wow! Und Kartenspiel können wir bei ihm noch spielen. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Oh. Ah, Wolfsmaske, Harlekinmaske, Vogelmaske. Wusste ich doch, dass wir irgendwann was für einen Maskenball brauchen. Interessant. Sehr interessant. Muss man vielleicht noch irgendwo auf dem Maskenball? Ich überlege, ob ich mir einfach so jetzt einmal schon mal eine kaufe. Ich überlege, ob ich einen Wolf. Oder es vielleicht zu offensichtlich wäre. Hm. Na komm. Nehmen wir mal, kaufen wir uns mal eine Wolfsmaske. Und dann noch eine Runde Karten. Komm, weil es gerade so schön ist. Wir haben ja eigentlich nichts Neues bekommen. Nee. Ich finde nichts fürs nördliche Königreich. Oh, er spielt auch mit dem nördlichen Königreich. Krass. Das ist ja durchaus Seltenheit mittlerweile geworden. Okay. Ich überlege, ob ich. Einen Nebel weg. Perfekt. Und dann noch einen blauen Streifen weg. Super. Ja, wir haben eine richtige Belagerungsfront. Ich hoffe, er hat keine Strömnägel. Er hat leider keinen. Moment, was? Welcher Anführer hat er? Ah, okay. Dann können sie einmal gutes Wetter frei. Okay. Gebe ich gern zurück. Hm. Ah, vielleicht doch lieber in der nächsten Runde. Ich glaube, das behalte ich dann doch lieber mit dem Horn des Kommandanten. Ah, ist nicht zu spaßen.
mal, das habe ich auch. Vern Roche. Oh. Der Führer der da blauen Streifen. Komm, gib auf, was keine Chance. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen jetzt noch eine Karte und dann. Und dann wäre halt die Frage. Das ist schon kritisch, wenn jemand vier Schinken. Jetzt haben wir den zweimal. Wir könnten auf Niederlage spielen. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich will verlieren. Ich gebe dem die Runde, um einfach mal ein bisschen Karten zu sammeln. Sehr schön. Justus hat dann nur noch gleich vier Karten, weil es ja ein nördliches Königreich. Karte dazu. Oh, nice. Im Norden zieht eine zusätzliche Karte. So. Spiel. Das ist natürlich schon mal gefährlich. Aber wir haben auch einen Nahkämpfer. Wes macht den Platz. Also quasi. Was ist noch? Das sind starke Einheiten. Ich hatte extrem dichten Nebel. Das ist natürlich mega blöd. Oh, Moment, stimmt. Ah, wir haben immer noch zu wenig. Ja, nochmal Nebel. Ah, schade. Sogar noch knapp geworden. Niederlage. Aber deine Karte kriegen wir auch noch. Auch wenn es keine spezielle ist, ist irgendeine Karte einfach nur. Aber die kriegen wir auch noch. Irgendwann. Hängt sie herum wie die Fliegen an der Scheiße, statt ehrliche Arbeit nachzugehen. Ja, genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn für diese Folge war es auch schon wieder. Also bis denne und bis dahin. Tschüssi.